Martin, guten Morgen. Guten Morgen. Es ist ja so, es ist ja vor Messeeintritt, ja? Ja, es ist noch ein bisschen vor Messeeintritt, es ist noch ein bisschen ruhiger. Und in einer halben Stunde werden die Hallen geöffnet für das Publikum, für das Endkundenpublikum, was Wichtiges für uns ist, die Kommunikation. Und wo wir uns sehr darauf gefreut haben und nach der langen Zeit jetzt mit der Pandemie auch wieder unsere Endkunden begrüßen zu können auf einer Messe. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Jetzt müssen wir nämlich sagen, wo wir sind. Du bist Produktmanager von Ries & Müller. Wir kennen uns ja auch jetzt, glaube ich, seit... 13 Jahre bin ich jetzt dabei. Ja. Also ihr schon länger, aber ich bin seit 13 Jahren jetzt dabei. Ja, ich denke mal, ich kann es mir nachrechnen. Also irgendwie... Ja, es ist egal. Also auf jeden Fall sind wir lange Zeit sind wir Werksfahrer auch von Ries & Müller. Das heißt, wir sind jetzt auf eurem Stand. Also auf unserem Stand kann man sagen. Und da freuen wir uns, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast wahnsinnig viel zu tun und viele Kunden. Und super, vielen Dank, dass du uns die Zeit genommen hast, Und was ich noch sagen möchte ist, wir haben ja viel Erfahrung gemacht mit euren Bikes. Ja. Wir haben angefangen mit normalen Bikes, also vor der E-Bike-Zeit. Und irgendwann hatten wir so viel zu schleppen mit unserer Kammerausrüstung und der Winter-Sommer-Ausrüstung, dass wir eigentlich fast den Spaß verloren haben, über die Pässe zu fahren. Da haben wir viel geschoben. Da hatte ich damals zum Heiko Müller gesagt, hey Heiko, mach mal doch mal die nächste Expedition mit E-Bikes. Und dann hat er gesagt, ah, das kannst du vergessen, weil E-Bikes werden nicht expeditionstauglich sein. Und dann haben wir 2 Jahre gewartet und dann habe ich ihn nochmal angesprochen und dann haben wir die ersten Expeditions-E-Bikes der Welt gebaut. Das gab es noch nicht. Und haben den Test gefahren und dann sind wir da fast 20.000 Kilometer gefahren durch Asien mit den Bikes und es hat prima funktioniert. Und also ein Lob an euch und super, dass es geklappt hat. Ich denke, wir haben daraus viel gelernt, was Komponentenauswahl angeht, was Zuverlässigkeit angeht, die Ausfallsicherheit zu erhöhen, weil das ist ja unser Konzept, ist ja, wir wollen Mobilität bereitstellen, den Kunden anbieten und dann ist Zuverlässigkeit das A und O. Ja. Und daraus hat sich halt eine E-Bike Gattung entwickelt, die sich immer mehr vom eigentlichen Fahrrad wegentwickelt hat, weil sie andere Ansprüche stellt. Und jetzt mittlerweile nach einigen Jahren Erfahrung mit Mittelmotorkonzepten, mit unterschiedlichen Anwendungen, sogenannten Use Cases, differenzieren wir unsere Modellpalette immer weiter aus, um ein breiteres Publikum noch ansprechen zu können. Typisches Beispiel wäre diese beiden Modelle, die hier stehen, in unterschiedlichen Ausstattungen, das sogenannte Multi-Tinker, was wir dieses Jahr hier auf der Eurobike präsentieren als Neuheit. Ein 20 Zoll, also 20 Zoll Bereifung vorne und hinten, ein kompaktes Longtail, also die Ladefläche oder die Kindersitze hinter dem Fahrer, was für viele Kunden das natürlichere Fahrradgefühl ist. Ja, weil du fährt sich immer noch wie ein normales Fahrrad. Manche Leute sind ein bisschen abgeschreckt von den dann doch sehr wuchtigen und voluminösen Long Johns, sprich Ladefläche vor dem Fahrer. Ja. 2 Meter X lang, 60, 80 Zentimeter breit. Wie lang ist das Teil jetzt hier? Das hat eine Gesamtlänge von ca. 1,90 Meter. Mit dem Safety Bar hinten dran sind es vielleicht 2 Meter knapp. Aber es rangiert sich wie ein normales Fahrrad. Das Fahrgefühl ist sehr natürlich wie ein normales Fahrrad, weil eben das Vorderrad nicht so weit weg ist. Bei einem klassischen Cargo-Bike, bei einem Long John, die Fahrdynamik ist eine völlig andere. Verstehe. Das schreckt manche Leute anfangs ein bisschen ab. Ja. Und hier haben wir ein familientaugliches Rad, 2 Kinder, Einkäufe, Satteltaschen, einen Haufen Zubehör, Frontgepäckträger in 2 verschiedenen Größen, sodass sich so jeder so für seine Anwendung das Rad zusammenstellen kann, die Kinder zur Kita bringen. Also es ist, wie gesagt, in der Handhabung ein bisschen unkomplizierter, braucht auch weniger Platz. Wie viel Gewicht kann man da laden? Also das zulässige Gesamtgewicht des Rades liegt bei ca. 170 Kilo. Ja. Das heißt, wenn wir ein Radgewicht von, sagen wir mal, 35 Kilo haben. Also es wiegt nur 35 Kilo? Also etwas weniger sogar, aber 30 bis 35 Kilo, je nach Ausstattung und einem durchschnittlichen Fahrergewicht von 80 Kilo, haben wir ca. 60 Kilo Zuladung noch. 70 Kilo, also der Gepäckträger alleine ist ja auch für den, 60 Kilo belastbar. Ja. Also da habe ich für einen normalen Anwenderfall Einkäufe, 2 Kinder, auf jeden Fall genug Spielraum. Wenn ich dann doch mehr brauche,
Dann kommen dann doch eher die klassischen Cargo-Bikes ins Spiel. Schauen wir uns dann mal an. Ne? Also, warte mal, was sagst du? Das hier ist. Also, das ist, ist eine kleine Tasche, die abschließbar ist. Es ist ein Softbag mit einem Stauraum, wo die Regenjacke, das Schloss, was auch immer drinnen verstaut werden kann. Der Reißverschluss ist abschließbar. Das ist ein ganz normaler umlaufender Zipper. Und da haben wir eben dieses Loch im Rahmen quasi, was entstanden wäre oder was entstanden einfach ist. Aus der Konstruktion heraus haben wir als nutzbaren Stauraum verwendet und haben da eben eine formschlüssige Taschenlösung integriert. Das Rad hat einen sehr, sehr leistungsfähigen Antrieb, also den Bosch Generation 4, jetzt in der neuesten Variante, das sogenannte Smart System, yeah, was noch zusätzliche Features anbietet, was das Bedienkonzept angeht, Zusatzfunktionen elektronischer Art. Also ABS hat es aber noch nicht, oder? Das hat jetzt noch kein ABS, das liegt aber einfach daran, dass das neue Generation 2 ABS, kann ich euch auch gleich zeigen, im Moment noch nicht zurechtkommt mit 220 Zoll Laufrädern. Also die Technik, die Hardware, ja, das dazugehörige Programm, die Programmierung für das ABS für 20 Zoll und 26 Zoll vorne hinten, das wird erst im kommenden Jahr dann bereitgestellt. Okay. Das schaut ja eigentlich fast gar nicht mal aus wie ein Fahrrad, ne? Also das ist jetzt, ein E-Bike ist ein E-Bike. Ja. Aber irgendwie schaut es schon aus wie was anderes. Ja gut, also klassische Fahrradgeometrie mit einem klassischen Diamantrahmen haben wir in dem Anwendungsfall jetzt nicht mehr. Das liegt allein schon daran, dass wir eben in dem Sinn kein Oberrohr haben, sondern wir haben, um den tiefen Durchstieg gewährleisten zu können, haben wir ein sehr massives Monorohr oder Unterrohr, was auch den Akku aufnimmt. Sehr voluminös, weil wir brauchen natürlich die entsprechende Steifigkeit, wenn wir kein Oberrohr haben. Wie viel Watt hat der Akku eigentlich? Der hat jetzt in der Ausbauform sind wir bei knapp unter 700 Wattstunden. Okay, also weil, ein Akku drin. Ein Akku, ja. Weil Bosch wird noch mal etwas höhere Kapazitäten bereitstellen. Das ist aber eine neue Zellengeneration. Echt? Und die kann jetzt noch im Moment noch nicht zur Verfügung gestellt werden. Da hat es eine kleine Verzögerung gegeben. Also es gibt eine neue Zellengeneration? Ja, es gibt langsam aber sicher, oder es wird ja immer weiterentwickelt, die bisherigen Zellen, die verwendet wurden, da hat man dann diese klassischen 500 Wattstunden, 625 Wattstunden bis zu 750 Wattstunden, die werden immer hochskaliert. Immer 125 Wattstunden ist eins. Aber der Akku wird nur größer. Ja, ja, eben. Und die neueren Zellen haben eine höhere Energiedichte und können dann quasi bei gleichem Volumen mehr Kapazität bieten. Das ist der Hammer, also wie die Technik weitergeht. Geht immer weiter. Unfassbar. Nur, sagen wir mal, es gibt natürlich schon längst die nächste und übernächste Zellgeneration, aber Bosch ist halt, wie die anderen großen Hersteller auch, natürlich extrem auf Sicherheit bedacht. Und das muss alles bis Ultimo durchgetestet werden, bevor es dann wirklich in die Großserie übernommen Macht wird. Macht doch Sinn, ja. Ja, also Innovation, ja, aber nicht Innovation um jeden Preis. Wie gesagt, es muss ja alles stabil und sicher laufen. Ja, ja. Deswegen ist man da vielleicht an den Nachrichten, die man da über die neuesten Entwicklungen hört, vielleicht ein bisschen hinterher. Aber wie gesagt, also wir wollen ja, dass alles stabil und safe ist und dass die Leute völlig unkompliziert und ohne irgendwelche Bedenken ihre Räder nutzen und laden können. Und das ist das Allerwichtigste. Es muss einfach ausfallsicher sein, es muss zuverlässig sein und die Technik muss sicher sein. Also ich finde es schon Wahnsinn, dass die Zeit sich das selbst überholt, mehr oder weniger, und wo das auch hinführt. Irgendwann mal haben wir vielleicht so einen Akku mit 2000 Watt oder so. Ja. Ja, wir bieten ja jetzt schon bis zu 1250 Wattstunden an Kapazität, okay, im Super-Hommage. Ja. Zwei 650 Wattstunden Batterierahmen integriert. Ich kann mich daran erinnern, wie wir angefangen haben, war es 400 Watt und das war schon toll. Ja? Ja. Und da hatten wir einen 400 Watt Akku da drin. Und dann weiß ich noch, in der Wüste Gobi, also in Mongolei, wir hatten also drei Akkus, schon sicherheitshalber drei Akkus dabei. Und dann wären wir fast, also wir sind eigentlich nahezu stehen geblieben. Also ja, ich glaube, 200 Meter vor einem kleinen Dorf, ja, stand der Laden nahezu, also 200 Meter halt. Ne? Und der Hammer ist, wenn da der Saft ausgeht, dann stirbst du. Also ich meine, das war halt ein extremer Trip.
Und jetzt, wir hatten dann später ja 6 Akkus dabei, also 5 Akkus, 6 Akkus pro Person, und damit haben wir große Reichweiten geschafft, und dann waren es auch 500 Watt Akkus. Und jetzt sehe ich, wie die, also für uns, mir geht das Herz auf, wenn ich sehe, wie die Technik da weitergeht, weil das erleichtert auch uns das Vorankommen. Wer weiß, vielleicht könnt ihr das nächste Mal eine von euren Expeditionen oder Touren auch mit einem Cargo-Rad fahren. Ja, weißt du, beim Cargo, das ist ja eine geile Geschichte, aber wenn du auf einer Expedition bist, musst du vielleicht auch einmal das Teil irgendwo in einen Zug oder Bus oder irgendwo einladen. Das ist natürlich zu spannend. Und du musst es auch ins Hotel rauftragen, teilweise im 3., 4. Stock. Das kannst du mit so einem Teil also eigentlich nicht machen. Das ist ganz klar. Ich meine, und deswegen bieten wir ja auch mittlerweile eine große Variantenreichtum an Transport Pendlerlösungen an. Nicht jeder kann ein Cargorad zu Hause unterbringen. Auch einen Stellplatz. Wenn ich in der Innenstadt wohne oder, wie du sagst, eine Wohnung im 3. Stock habe, das Ding muss im Hof geparkt werden oder gar auf der Straße, ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Ja. Und deswegen haben wir, wie gesagt, das Multitinker als Kompakt Longtail. Wir haben das sehr erfolgreiche Multicharger. Das ist im Prinzip ein bisschen der Bruder von dem da mit normalen 26 Zoll Laufrädern. Ja, klar, ja. Also klasse. Im Prinzip das gleiche Konzept. Also wir haben im Prinzip das Konzept geschrumpft in das Multitinker. Und das bieten wir jetzt schon das vierte Modelljahr an. Warum eigentlich die kleineren Reifen bei dem? Um das Ganze noch mal kompakter zu machen. Also insgesamt kürzer, niedrigerer Schwerpunkt, niedrigere Überstandshöhe, um noch mal eine weitere Kundengruppe ansprechen zu können, die einfach ein Rad ohne Oberrohr möchte, also einen tieferen Durchstieg. Ja, das hat nichts mit Männern oder Frauen zu tun oder sonst wie. Eins unserer erfolgreichsten Räder, das Nevo, ist ein Rad mit einem tiefen Durchstieg. Das ist absolut, in Neudeutsch würde man sagen, Unisex. Also die Käuferschicht ist fast zu gleichen Teilen Damen und Herren. Es spielt fast keine Rolle. Ja. Also die Modelle sind nicht irgendwie einer Nutzergruppe zugeordnet. Sie sollen eigentlich möglichst viele Nutzer ansprechen, möglichst universell sein. Und wie gesagt, das schaut schon toll aus. Ich meine, auch das ist jetzt neu für mich hier. Also eine gefederte Sattelstütze, weil diese Räder haben halt eben nur eine Federgabel. Und wir wollen ein bisschen einen Komfort bieten, also eine Parallelogramm-Federstütze, die halt so die kleinen Gemeinheiten rausfiltert, die jetzt nicht super viel Federweg generiert, aber einfach so die groberen Erschütterungen und so weiter. Das Rad zum Beispiel ist wirklich geeignet, um auch einen kleineren Erwachsenen also aufzunehmen. Wir können also bis 60, 65 Kilo Personen auf dem Rad transportieren. Ein kleiner Haltegriff, also quasi ein Minilenker. Das wäre dann jetzt eine Version für größere Kinder oder eben auch Erwachsene, die mal mitfahren wollen. Ansonsten haben wir diese sogenannte Safety-Bar-Geschichte, also eine Reling im Prinzip, ein Sicherheitsgestell mit Haltegriffen für kleinere Kinder. Ja, da passen dann zwei rein, ne? Zwei, die jetzt aber nicht mehr unbedingt einen Kindersitz benötigen. Wir können, sie können die Füße abstellen auf der Fußplattform. Und dann habt ihr gleich gemacht, dass die Kids ihre Füße da reinbringen. Das Hinterrad komplett abgedeckt, dass niemand mit baumelnden Händen oder Fingern oder Füßen oder sonst wie eben in die Speichen gerät. Macht Sinn, ja. Ganz, ganz wichtig. Ja. Massiven Ständer auch, Wahnsinn. Massiver Zweibeinständer. Das Rad wird auch mit verschiedenen Schaltungsvarianten angeboten. Klassische Kettenschaltung, Nabenschaltung mit Riemenantrieb. Roloff auch, ja. Okay. Und also Roloff E-Shift? Ja, E-Shift können wir dieses Jahr, also das ist jetzt auch schon Bosch, also ein Smart System Modell mit dieser neuen Kommunikationsplattform elektronisch. Das unterstützt in diesem Jahr E-Shift noch nicht, sondern das wird erst im nächsten Jahr kommen. Also mit der neuesten Variante des Bosch-Systems können wir Roloff-Räder nicht anbieten. Da müssen wir auf die bisherige, parallel weitergebaute Generation, gleicher Motor, gleiche Leistungsdaten, aber eine andere Kommunikationsplattform, an anderen Canbus-System, das im Moment eben leider E-Shift nicht unterstützt. Aber es kommt. Es kommt, ja, aber auch selbst so eine große Firma wie Bosch kann nicht alles auf einmal machen. Das ist klar. Die Entwicklungsressourcen sind auch bei denen beschränkt. Manchmal ist das fast beruhigend. Es geht ja eh schon so schnell, dass man kaum hinterherkommt, das sehen wir ja. Ja, und es muss halt wirklich sauber auskonstruiert sein und sauber zu Ende entwickelt.
Jo. Das ist ja Wahnsinn, was es für Modelle gibt. Lass uns doch mal dieses Teil anschauen hier. Gut, also wir haben mittlerweile ein relativ großes Spektrum an sogenannten Long John Cargo Bikes, also Cargo Bikes, wo die Ladefläche Long John vor dem Lenker ist. Ja. Das ist jetzt auch, das Konzept ist, stammt aus Anfang des 20. Jahrhunderts, Transporträder. Tatsächlich? Damals schon so, ja, ja. Und wir haben das jetzt ausgeweitet. Wir haben die klassischen Anwendungen eher für die Familie, für den Privatnutzer. Das sind das Load, das ist das Pexter 70. Also nicht ganz so schnell. Also wir sind jetzt hier in der Mitte, das, das, Braun, das, das schöne Farbe. Was für Farbe ist das? Jetzt hast du mich erwischt, die genaue Farbbezeichnung. Egal, ist auf jeden Fall ein wunderschönes Braun. Das ist unser erstes Lastenradkonzept, was wir vorgestellt haben. Ja. Das Load war das erste in Serie weltweit gefertigte vollgefederte Lastenrad. Das erste weltweit? Also vielleicht gab es irgendwo eine Bastlerlösung, aber das also wirklich in Großserie. Das wird mittlerweile seit vielen Jahren gefertigt in dieser Art und Weise. Die Neuheit dieses Jahr ist, auch das ist das neue Bosch-System, Smart System. Aber der eigentliche Gag ist, wir sind ja sehr umtriebig, was angeht, Fertigung nach Europa zurückzuholen. Mittlerweile wird der größte Anteil unserer Rahmen wieder in Europa gefertigt. Tatsächlich, also nicht mehr in Taiwan oder so? Deutlich über 50%. Wir haben Fertigung nach wie vor, auch in Taiwan, in Vietnam. Aber wir haben den Großteil unserer Fertigung mittlerweile in Europa. Und wo? In Portugal. In Portugal? Im West, also in der Nähe von Porto, also ganz im Westen Europas. Und auch das Lastenrad, auch das Lot, ziehen wir gerade die Produktion der Rahmen nach Portugal rüber. Das wird einen gewissen Zeitraum noch parallel laufen, weil man kann nicht einen harten Cut machen. Ja. Aber perspektivisch werden wir das auch noch weiter ausweiten. Das ist natürlich eine wesentliche Entscheidung für Produktionssicherheit in Zukunft, oder? Ja, mit Sicherheit Produktionssicherheit. Also die Wege sind natürlich deutlich kürzer. Ja, billiger. Die Kommunikationswege sind schneller. Wenn mal was ist, ich meine Portugal, klar, es ist auch eine Entfernung, aber es ist nicht Vietnam. Es ist ein 2,5-Stunden-Flug. Und das ist ja dann auch, wenn man das so sieht, umwelttechnisch entschieden deutlich besser. Also wir transportieren ohnehin nur volle Container oder Truckloads, also Door-to-Door. Wir müssen viel weniger Verpackungen machen, weil wir nichts zwischendrin umschlagen müssen. Also die Sicherheit gegen was Beschädigungen angeht, ist viel, viel größer. Das heißt, wir haben einen wesentlich, sagen wir mal, sparsameren Transportweg, sowohl zeitlich als auch ressourcenmäßig. Ja. Dann natürlich ist die Kommunikation mit Menschen, die im Prinzip auch eine westeuropäische Kultur haben, eine andere, die Diskussionskultur ist eine andere. Ja. Wir können sehr viel schneller reagieren, eventuelle Probleme lösen in Zusammenarbeit mit unseren Partnern dort. Es sind Partner, mit denen wir jetzt schon lange Jahre zusammenarbeiten in Portugal. Also die Partnerschaft besteht jetzt mittlerweile seit 5 Jahren und wird immer weiter ausgebaut. Beschränkt sich auch nicht nur auf Rahmen. Also 100% unserer Felgen kommen mittlerweile wieder aus europäischer Fertigung, aus Frankreich und aus Portugal. Okay. Also wir ziehen immer mehr, unsere Sättel kommen zu annähernd 100% aus Italien. Ah. Also das wird immer weiter ausgebaut, weil die Nachhaltigkeit oder Sustainability uns wirklich am Herzen liegt. Ja, das weiß ich ja. Genau, und das ist etwas, wo wir versuchen, immer besser zu werden und immer mehr dran zu arbeiten, weil wir bieten ein umweltfreundliches Produkt. Ja. Und wir müssen natürlich auch versuchen, die Produktion dieses Produktes so umweltfreundlich wie irgend möglich zu gestalten. Das macht ihr super. Das weiß ich auch von der Geschäftsführung, also ich meine es von Heiko und Sandra und Markus, dass die da ganz, ganz heftig schon immer dahinterher waren und das auch dementsprechend nicht nur irgendwie darüber sprechen, sondern es auch tun. Und eure ganze Firma schaut ja so aus, also auch mit der Ernährung und Solaranlagen. Ja, also die neue Firma hat uns, oder das neue Gebäude, was wir jetzt seit rund 3 Jahren benutzen können, hat uns natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten gegeben. Yeah. Also sowohl was die Produktionsabläufe angeht, als auch das Miteinander beim Arbeiten, die Energieversorgung des Gebäudes, die Klimatisierung des Gebäudes, die fast ohne Klimaanlagen auskommt, mit einer Dachbegrünung. Das ist fantastisch. Nur in manchen Meetingräumen, die wirklich, sag mal, gefangene Räume sind ohne Fenster nach draußen.
Da haben wir Klimaanlagen drin, wenn wir halt mehrere Leute zusammensetzen, deren Köpfe quasi qualmen. Ja, da haben wir eine Klimatisierung, ansonsten kommen wir komplett ohne aus. Das klingt super. Lass uns doch noch mal ganz kurz zu den Bikes gehen. Das hier ist jetzt, warum das dieser Kasten ist, ist was? Ja, das ist eine Transportbox. Wie gesagt, dieses Rad, das sogenannte die Transporter-Baureihe, das wäre jetzt das Transporter 85. Es gibt noch ein 65. Zuladung? Das bezieht was haben wir denn für Zuladung? Länge. Wir haben hier ein Gesamtgewicht von 200 Kilo. Das heißt, wir haben bei einem Fahrzeuggewicht dann ohne diese Kiste jetzt einmal von rund 40 Kilo haben wir erstmal eine Nutzlast von 160 Kilo, die sich dann natürlich verteilt auf Fahrer und auf Zuladung oder was auch immer. Ja, das ist schon mal viel. Und das Rad, der Transporter, ist erstmal quasi nur eine Plattform. Das ist ein relativ gerades Ding. Ja. Und dann können Kisten oder Transportlösungen wie diese, die sind von einem Zulieferer, diese Kiste wird nicht von uns selber gefertigt. Das sind immer Speziallösungen, die aus einem Doppelkammer-Honeycomb-Kunststoff-Verbundwerkstoff ist. Okay. Und da kann man im Prinzip alles draufschrauben. Also, und dieses Transporter, das zielt erst einmal auf so die klassischen Anwendungen, Handwerker, Restaurantauslieferung, sowas. Jetzt nicht unbedingt die Konzerntransportlösung Last Mile für UPS oder so weiter. Das ist nicht unser Ziel. Wir wollen also den Individualkunden oder kleinere Firmen ansprechen. Hier gibt es aber auch für Familien eine Lösung mit einem einfacher gestalteten Sitzlösung für Kinder. Zwei Kinder, wir haben einen Fußraum, der abschließbar ist, wo man Sachen auch verstauen kann. Wir haben für Kind und Kegel oder Kind und Hund in eurem Fall einen bequemen Einstieg, eine kleine Seitentür, ist ja cool, dass der Hund nicht drüber hopsen müsste, beziehungsweise die Kinder nicht unbedingt drüber klettern müssen für einen bequemen Einstieg. Das ist jetzt eine einfacher gestaltete, etwas kostengünstigere Version. Wenn wir von Kosten sprechen, bei was liegt man denn hier ungefähr? Ah ja gut, also bei einem Long John Cargo Bike sprechen wir schon bei einem Einstiegspreis von um 5.500 Euro. Okay. Also es ist ein Haufen Geld, yeah. Das ist ganz klar. Nach oben, je nach Ausstattung, wenig Grenzen. Die Fahrräder werden auch zu einem sehr, sehr großen Anteil geleast über diese Jobradfinanzierung und so weiter, was ja auch gefördert wird vom Staat. Man kann ja auch Zuschüsse kriegen, Umweltzuschüsse ähnlich, Kaufanreize ähnlich wie beim Elektroauto. Und ein sehr, sehr großer Anteil wird nicht mal eben einfach so bar bezahlt, sondern es wird häufig finanziert, wenn der Arbeitgeber damit spielt, eben eine Jobradlösung anbietet, ist das natürlich ideal für den Kunden. Er bezahlt eine relativ kleine monatliche Rate. Nach 3 Jahren gehört das Rad ihm. Ja. Und er kann es, beziehungsweise er kann es quasi zurückgeben oder er übernimmt es für eine wirklich geringe Restrate. Also meiner Meinung nach ist das, glaube ich, das einzige Leasinggeschäft, wo ein Privatkunde wirklich Geld spart gegenüber dem Barkauf. Ist es wirklich so? Okay. Also man kann jetzt sagen, wenn jetzt, sagen wir so, Einstieg um die 5.000, das sind ja schon ganz normale E-Bikes. Ja gut, also im nackt ohne Ausstattung. Nackt ohne also Ausstattung. Alles andere kommt dann extra, je nachdem. Also man könnte aber auch sagen, dass sowas zum Beispiel in der Vollausstattung kann schon auch gut 10.000 kosten, oder? Bei einem Load hier zum Beispiel, also ja. Es kann in Richtung fünfstellig marschieren, ja. Also hier, jetzt bei dem haben wir es nicht, aber das Load da vorne zum Beispiel, das ist jetzt auch von diesem... Wow, geiles Design. Das ist eine Berliner Firma, die eben so Transportlösungen anbietet. Das ist jetzt, also dieser Aufsatz ist kein Produkt von uns, das ist von dem Zulieferer. Aber hier zum Beispiel, da wird es dann halt technisch wirklich interessant, das ist nämlich das erste Cargo-ABS. Ist aber schon verbaut? Wird jetzt schon verbaut. Also das sind jetzt im Moment, wir bauen es in Serie aktuell noch nicht. In wenigen Wochen werden wir damit beginnen. Das ist eine super Neuheit. Das ist eine absolute Neuheit. Das ist das Bosch, also zweite Generation des Bosch ABS. Und dieser kleine schwarze Kasten hier vorne, das ist die Regeleinheit. Das ist die Regeleinheit.
Okay, schaut ja auch so aus, als wäre das jetzt gar nicht anfällig oder so. Nein, das ist also, es ist, ich meine, also Bosch hat Jahrzehnte Erfahrung in der ABS-Regeltechnik, nicht nur bei Autos, sondern auch bei Motorrädern. Diese Technik ist halt massiv miniaturisiert worden. Ja. Die erste Generation war noch deutlich größer. Da hatten wir so einen Kasten vorne am Lenker hängen. Ja. Das ist vom Volumen, kenn ich noch, ja. Das ist vom Volumen quasi auf ein Drittel eingedampft worden. Wahnsinn. Und gerade beim Cargo Bike mit dem kleinen Vorderrad, ja, ist die Gefahr des Überbremsens des Vorderrads relativ hoch, speziell wenn ich keine Ladung drin habe. Okay, dann ist er leicht vorne. Dann ist es leicht vorne. Da braucht man sehr feinfühlige Hand an der Bremse. Ja. Und also da ist natürlich dieses Sicherheitsplus eines ABS spielt eine Riesenrolle. Und wenn ich mir überlege jetzt mit Kindern vorne drin, also ich glaube, es wird extrem gut angenommen werden. Natürlich ist es auch da mit einem Mehrpreis verbunden. Wir haben immer eine sehr hochwertige Bremsanlage dran. Das ABS wird, ich schätze mal, knapp 500 Euro Aufpreis kosten. Okay. Gegenüber einem Rad ohne ABS. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr gut angenommen werden, weil wo spielt die Sicherheit eine größere Rolle, als wenn ich eben die Kinder transportiere. Ja, klar. Und ich meine, ich kenne das ja auch mit dem, ich habe mich ja auch schon mal verbremst, ja, das kann ja jedem mal passieren. Auf dem Gehsteig gefahren und um die Kurve rum und plötzlich kam mir ein Radler entgegen und wir haben beide... Streckbremsung, das Vorderrad bleibt stehen. Ja, wir hatten beide eine Streckbremsung, genau, das ist ein guter Ausspruch. Wir hatten beide eine Streckbremsung gemacht und wir sind beide über den Lenker gegangen, haben beide einen 360-Grad-Salto gemacht und lagen auf der Straße. Und da habe ich gedacht, Scheiße, klar, ich habe mich verbremst, das war einfach bupp. Ja, ich meine, also kein Mensch überlegt oder diskutiert mehr den Sinn von einem ABS bei einem Auto oder bei einem Motorrad. Stimmt. Kein Mensch. Und deswegen ist es beim Fahrrad jetzt, wo es möglich ist, eigentlich nur die logische Konsequenz. Naja, und jetzt ist es ja ausgereift, ja. Einfach klasse. Wo kann man das aufmachen hier? Also das ist jetzt hier, ist ein zweiteiliger Deckel in der Mitte. Ah, okay. Ist komplett ausgekleidet, die Wanne. Es ist verschließbar. Verriegelbar. Also das ist eine wirklich extrem hochwertig gemachte Kiste, ist schon eine Untertreibung. Das würde ich auch sagen, eine extrem hochwertig gemachte und verarbeitete Transportlösung. Und das sind halt Spezialisten dafür. Und die bieten für nicht nur für Riese und Müller, sondern auch für die anderen gängigen Cargo-Bike-Marken bieten die Transportlösungen an. Ja. Ist mit Sicherheit kein ganz billiger Spaß. Also bei der Lösung da vorne, bei der großen weißen Kiste, ja, sprechen wir irgendwie, ich glaube, von 1200 Euro. Naja, ist hier wird es eher in Richtung das Doppelte sein. Wow, okay. Das ist ja schon eigentlich wieder Bike in Bike. Naja, klar, logisch. Aber wie gesagt, wenn ich, sagen wir mal, ein Business Model habe, wo ich mich dazu entschließe, sowas zu machen, darf es ja auch gut aussehen. Unbedingt. Oder muss es eigentlich gut aussehen. Unbedingt. Das nächste ist ja auch, es geht ja um Sicherheit, also dass dir das Ding nicht einer klaut. Wenn man jetzt mal angenommen, ich habe jetzt die Top-Version für 10.000 Euro, dann willst du auf keinen Fall, dass dir das Fahrrad einer klaut oder in dem Fall dieses also, System. Ja, wir bieten für alle unsere E-Bikes die sogenannten RX-Services an oder RX-Chip. Das sind Service-Funktionen, aber in erster Linie mal ist das auch ein GPS-Tracker. Okay, cool. Der eben hilft, wenn ein Rad dann mal abhanden kommt, eben es wiederzufinden, also die Wiederbeschaffung unterstützt. Es ist Verbindung mit einer Versicherung, falls das Rad dann halt doch wirklich weg ist und nicht wiederbeschafft werden kann, dass ich Ersatz bekomme, also ein ganz klassisches Diebstahl-Kasko-Versicherungsgeschäft. Okay. Und eben, wie gesagt, in Verbindung mit einem GPS-Tracker. Wir können aber noch verschiedene andere Services anbieten. Also Alarmsystem, wenn es dann ja, plötzlich laut wird. Alarmsystem können wir vielleicht ganz kurz mal rübergehen. Wir haben ja dieses Jahr eine komplett neue Modellfamilie gestartet, die Urban-Baureihe. Und das ist auch das erste Mal, dass wir ein Antriebssystem verwenden, was nicht von Bosch ist. Okay. Weil diese Art Antriebskonzept, die wir da verwenden, von Bosch so nicht angeboten wird. Also da ist es einfach ein komplett neuer Ansatz. Das ist aber auch eine deutsche Firma, die Firma Fazua oder Fazua, manche sagen Fazua. Fazua aus München. Ja. Ah, okay. Die auch schon seit ein paar Jahren, auch schon seit einigen Jahren am Markt sind mit dem Vorgängersystem hiervon. Und dieses
Antriebssystem nennt sich Ride 60, also Ride, fahren, 60 ist die Zahl des Drehmoments, der Newtonmeter, 60 Newtonmeter. Und wenn du hier siehst, dann siehst du erstmal eigentlich, was du nicht siehst, weil der Motor ist wirklich fast unsichtbar. Es ist gar kein Motor mehr. Schaut so aus, als wäre da kein Motor drin. Ja, also das ist ultra kompakt gelöst. Und der bringt noch Leistung, das deine Teil. Das ist das Getriebe, Wahnsinn. Das ist hier und der Motor steckt hier drin. Das Ganze wiegt circa, die ganze Motorgetriebeeinheit wiegt keine 2 Kilo. Ach was. Mit dem Akku zusammen, der hat 420 Wattstunden, klingt erstmal wenig, aber das Ding ist so leicht und so super effizient, dass es mich also extrem schnell über die 25 Kilometer beschleunigt und ich mich sehr häufig in diesem Bereich aufhalte dann, wo der Motor gar nichts mehr leisten muss. Also im Endeffekt, das ist sehr elegant, das schaut gar nicht mehr aus wie ein E-Bike. Also im Endeffekt habe ich mit diesem System durchaus vergleichbare, wenn nicht vielleicht sogar höhere Reichweiten, wie mit einem Bosch-System, mit diesem 85 Newtonmeter Motor, der aber das Rad insgesamt deutlich schwerer dann ist, und einem 625 Wattstunden Akku, und ich habe quasi die gleiche Reichweite. Verstehe. Was wiegt jetzt das Rad hier? Also in dem Fall hier liegen wir bei unter 20 Kilo. Unter 20 Kilo. Das ist ein Aluminiumrahmen, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so ausschaut. Aber ihr verbaut ja grundsätzlich Aluminium, oder? Ja, wir verbauen grundsätzlich Aluminium. Das hat einfach auch die Gründe, dass im Moment es noch keine wirklich überzeugende Recyclinglösung für Faserverbundwerkstoffe, Carbon, halt gibt. Ja. Man kann es irgendwie recyceln, aber das ist im Prinzip einfach nur ein Häckseln, ein Schreddern und das ist immer ein Downcycling. Es wird nie ein gleichwertiges Produkt daraus. Aluminium kann ich quasi unendlich recyceln, okay, in quasi immer gleichbleibender Qualität. Ach, ich habe natürlich minimalste Verluste, die ich durch neue Zusätze wieder ausgleichen muss, aber im Prinzip, keine Ahnung, vielleicht war 25% dieses Rahmens ursprünglich mal Cola-Dosen. Ich weiß es nicht. Ja. Wir haben es gut umgeändert. Halt und man muss immer unterscheiden zwischen der Recycling-Möglichkeit und ob es wirklich recycelt wird. Wir kennen alle das Thema gelber Sack. Wir sind Weltmeister des Recyclings, glauben wir, und der größte Teil wird verbrannt. Weil dieses Konglomerat aus Zeug, was da in dem Sack drin ist, dann stark verunreinigt ist, keine sortenreinen Kunststoffe drin sind, die Trennung ist super aufwendig. Häufig, also in vieler Hinsicht ist das Augenwischerei auch, aber beim Metallrecycling, das funktioniert seit 200 Jahren oder was auch immer. Die Schrottsammler haben es ja, die man von früher aus unserer Jugend noch kannte, genau. Die klassischen Schrottsammler, die haben es ja gemacht, weil es ein Wertstoff ist. Ja. Sonst hätten sie es ja nicht gemacht, wenn es nichts wert wäre. Ja. Und das ist im Wortsinn. Und das ist Recycling. Ja, super. Super, super. Also vielen, vielen Dank jetzt. Ich meine, ich weiß, du hast gleich deinen nächsten Termin. Wir haben ja heute einen Vortrag auf der großen Bühne und ja, also nochmal ein anstrengender, aber hoffentlich schöner Tag. Ja, mit Sicherheit. Also ich freue mich, wie gesagt, habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, ich freue mich wirklich auf die Endkunden, auf das Feedback. Da geht heute auch die Post. Das ungefilterte Feedback. Es gab immer sehr, sehr viele gute Gespräche. Ja. Und ich habe mich immer darauf gefreut und ich freue mich wirklich heute, unsere Kunden, unsere wirklichen Kunden dann, nicht nur unsere Händler, begrüßen zu können. Und ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt mit unserer Modellpalette. Und, der größte Stand, den ihr bisher hattet, oder? Ja, es ist der größte Stand, den wir bisher hatten. Also wir haben jetzt hier ca. 500 Quadratmeter Standfläche insgesamt. Wow. Und es wirkt vielleicht nicht ganz so groß, weil er ja eben räumlich getrennt ist in unsere kleine Galerie, wo wir die Kampagne, die wir für die neue Urban-Baureihe gemacht haben, also die Werbekampagne, die Fotoshootings werden hier quasi präsentiert. Die Fotoshootings haben in Paris und Kopenhagen und in San Francisco stattgefunden. Also das ist schon wieder Art, das ist Kunst. Ein wirklich ganz toller Fotograf und die Idee war hinter moderne Technik, Digitales und verbinden mit analoger Fotografie. Das ist mit einer alten Leica Analogkamera fotografiert worden, die uns von Leica zur Verfügung gestellt wurde zu diesem Zweck. Da nochmal vielen Dank dafür. Und es war ein Riesending. Wir haben ein sehr, sehr schönes Printmagazin in der limitierten Auflage. Ich habe es gesehen, wunderschön. Gemacht.
Kann der Kunde das auch haben irgendwie? Also wir werden es an unseren Händlern zur Verfügung stellen und der es dann eben seiner Kundschaft, seiner Stammkundschaft oder seiner lieben Kundschaft eben auch überreichen kann. Es ist eine limitierte Geschichte. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir davon gedruckt haben. Hochwertigster Druck, umweltgerecht. Wir arbeiten seit Jahren mit einer Druckerei bei uns im Mühltal, also ganz nah bei uns zusammen, Druckerei Lokai. Ja, die kenne ich auch. Die extrem tolle Sachen machen und extrem, extrem guten Job, auch hier wieder in Richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Ja. Wir haben keine normalen Printkataloge mehr, weil wir im Prinzip quasi der Aktualisierung immer hinterherhecheln. Wir kennen es ja in anderen Segmenten auch, wo es die klassischen Papierkataloge eigentlich nicht mehr gibt. Ja. Das Online-Medium hat uns da überholt. Aber wenn es so um so künstlerische Dinge geht, na klar. Das ist auch etwas, was man sich unter Umständen dann wirklich ins Regal legt und immer mal wieder anschaut, anfassen kann, was eine Wertigkeit hat. Ja. Alle anderen, auch. Die rein datengetriebenen Informationsgeschichten machen wir nur noch digital. Ja, du. Also, ich würde mal sagen, wir belassen es dabei, oder? Weil gerne. Jetzt ist es schon 6 Minuten über deinen nächsten Termin. Ja, also ich sehe gerade, meine Gesprächspartner sind von einem unserer Lieferanten sind auch gerade eingetroffen. Eingetroffen, ja. Du. Wir zwei schauen jetzt dann gleich nochmal mit der Kamera durch die Galerie. Dann können wir das auch noch zeigen. Wir bedanken uns sowas von herzlich für ja, diese vielen Infos und Neuigkeiten, die du uns so toll erklärt hast, mit einem Charme und mit einer Kompetenz. Das ist ein Vergnügen. Dankeschön. Das war mir eine Freude. Danke. Also, eine schöne Messezeit noch und wir freuen uns immer auf ein Wiedersehen. Oder euch drei. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Also ich wünsche dir eine gute Zeit. Weiterhin, wir sehen uns, wir bleiben in Kontakt. Wir sehen uns, auf jeden Fall. Ja, spätestens, wenn wir die nächste Generation Bike fahren für eine Expedition, ne, dann bauen wir wieder was zusammen. Alles klar. Also vielen, vielen Dank und weiterhin viel Energie. Ich hoffe, wir haben euch wieder ein paar Inspirationen geben können, was Neues zeigen können. Du willst was sagen? Ja, wir schauen jetzt noch mal in die Galerie. Ja, aber lass mich alles das noch klar. sagen. Viel Spaß dabei. Ja, danke. Mich. Tschüss. Mach's gut, ciao. Wir schauen uns jetzt einfach noch mal an, was wir gerade gehört haben. Und also, das sind wir. Kunstprojekt. Haben Sie extra eine, würde ich sagen, so, das ist ja eine zusätzliche kleine, ein Zusatzstand, eine kleine Halle nochmal gebaut, wo das alles beschrieben ist auf Deutsch und Englisch, wo die Räder ausgestellt sind, mit denen das Projekt gemacht worden ist, was er erzählt hat, der Martin, dass es eben mit einer analogen Kamera geschossen worden ist von Leica mit einem Top-Fotografen, sieht man auch an den Bildern, ja, da kann man also wirklich neidisch werden auf die Kreativität. Im positiven Sinne natürlich. Also ich schaue das an, schau mal das Bild an die Jungs da hier, Tanja, machen Willis. Ja, geil, einfach klasse. Tolle Idee, aber was heißt aber? Ich meine, Riese Müller ist halt sehr kreativ, die Sandra. Ganz vielschichtig. Ja, die Heiko. Dabei an den Bikes. Der Markus, also die Geschäftsführung. Ja, die sind schon immer so. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Und ich finde, die sind auch sehr bodenständig geblieben, ganz normal, ganz liebe Leute. Und deswegen macht es auch so wahnsinnig viel Spaß, mit so einer Firma zusammenzuarbeiten. Die ist nicht abgehoben, ist aber unglaublich kreativ und immer auf dem neuesten, auf der Suche nach dem neuesten und besten Umweltstandards. Uns hat es wieder Spaß gemacht, euch ein bisschen mitzunehmen in die Welt des Bikens und eben auch hier auf der Eurobike 2022 in Frankfurt. Wir freuen uns immer über eure Likes, über eure schönen Kommentare, über euer Follow. Denkt daran, geht selber raus, macht was, genießt das Leben, es ist zu kurz für irgendwann. Ja, genau, in diesem Sinne. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.